Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGenix Spieleprogrammierung in Java. So, wir gehen mal wieder auf die Klasse zurück, die wir bisher immer benutzt haben. Die ist jetzt sehr, sehr leer geworden. Wir haben hier quasi gar nichts mehr. Warum ist das alles jetzt weg? Ich habe natürlich nichts gelöscht. Hier in der Relicts.java-Klasse finden wir alles, was wir bisher gemacht haben. Aber wir wollen hier jetzt tatsächlich wieder von vorne sozusagen anfangen. Und zwar, nein, wir wollen nicht wieder alles von vorne machen, was ich schon gezeigt habe, sondern wir wollen uns hier mit zwei Screens auf einmal beschäftigen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Menü habt, das ihr jederzeit wieder aufrufen können wollt, dann braucht ihr natürlich hier die Möglichkeit, zwischen den Game Screens zu wechseln. Und das ist gar nicht so einfach, denn ja, braucht ein bisschen Fummelei hier. Okay, hier ist es jetzt leer geworden, einfach nur für einen Überblick. Und dann haben wir hier eine abstrakte Klasse kreiert, die nennt sich AbstractScreen. Das ist die Klasse, die nachher immer aufgerufen wird, also sozusagen unsere Screen-Klasse, die wir bisher immer in MyGDXGame drin hatten, jetzt ausgelagert in eine andere Klasse, und zwar in eine abstrakte Klasse. Warum abstrakt? Naja, wir werden nachher zwei Unterklassen von AbstractScreen implementieren, und AbstractScreen erbt von Screen, aber wir brauchen hier leider noch ein bisschen mehr Funktionalität in AbstractScreen, deswegen haben wir hier eine Unterklasse von Screen erstellen müssen. So, wir werden nachher davon, wie gesagt, zwei Unterklassen haben von AbstractScreen und werden hier immer ein AbstractScreen laufen lassen, und diese Unterklasse wird dann jeweils sagen, ich bin jetzt gerade in-game oder ich bin gerade im Menü. Gut, also machen wir hier mal weiter. Ich habe diese Methoden hier schon mal reingeschrieben. Das sind die Methoden, die von Screen alle zur Verfügung gestellt werden. Die habe ich hier einfach mal aufgezählt, hätte ich nicht machen müssen. Aber habe ich einfach mal gemacht, einfach zur Übersicht, damit wir wissen, was dieser Screen überhaupt für Methoden für uns bereithält. So, und was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen ihm eine weitere Funktionalität geben. Das ist eigentlich auch schon alles. Und zwar sagen wir, wir haben einen Protected, weil wir im selben Packet bleiben. Protected Game, nennen wir es einfach mal Game. So, und dieses Game ist auch von libgdx zur Verfügung gestellt, hier, Import Game. Und jetzt sagen wir hier unten drunter im Konstruktor, können wir dieses Game angeben. Das ist alles, was wir in Abstract Screen im Prinzip machen, deswegen habe ich auch das Ganze schon vorgestellt. Abstract Screen nimmt ein Game und setzt das Game. So, this.game gleich Game. Okay, das ist alles, was wir hier machen. Jetzt machen wir die neuen Unterklassen davon. Und dazu haben wir einmal das Menü und die normale Klasse, die sozusagen unser Game ist. Ja, logischerweise brauchen wir eine neue Klasse. Ich hoffe, ihr wisst, wie man neue Klassen in Eclipse erstellt. Einfach hier über New und dann Class. Hier könnt ihr sogar die Modifikatoren angeben, aber muss jetzt in dem Fall nicht unbedingt sein. Okay. Was wir hier wollen, ist natürlich ein Menü-Screen. Wir erben ja von Screen im Prinzip, deswegen schreibe ich jetzt hier Menü-Screen dafür hin. Und Ü gibt es nicht, deswegen normales U. Okay, erbt von, also Extends, Vorsicht, wir haben eine abstrakte Klasse benutzt, kein Interface, also Extends Abstract Screen. Und jetzt werden wir hier drin die ganzen Sachen tatsächlich machen. Jetzt müssen wir hier auch wirklich den Konstruktor zum Beispiel aufrufen. Das ist alles, was da rein soll. Supergame bedeutet, wir rufen den Konstruktor hier drüben wieder auf, nur kurz als Erinnerung. Und jetzt haben wir natürlich noch das Problem, wir müssen die unimplementierten Methoden implementieren. So, was soll hier rein? Naja, show bleibt so, hide bleibt auch so, also passiert gar nichts im Prinzip. Resize machen wir auch nichts draus, das bleibt einfach auch so. Und Render ist dann einfach, unser Text wird ausgegeben, also quasi unser Menü wird ausgegeben. Okay, hier könnt ihr dann irgendwelche Klicks oder sowas fürs Menü auch noch handeln. Also zum Beispiel, wenn man auf einen Menüeintrag klickt, dann soll das und das passieren. Und wenn man auf, keine Ahnung, was anderes klickt, dann soll es weitergehen oder so. Sowas in die Richtung heben. Okay, was wir hier machen ist folgendes. Wir setzen uns die Farbe gdx.gl.gl.clearColor. So, rot 0, grün 0, wir wollen kompletten schwarzen Screen haben und ihn dann durchsichtig machen, also im Prinzip easy. Okay, 1F sollte man vielleicht auch noch hinschreiben, damit das Programm weiß, dass es ein Float ist. Ich hoffe, das funktioniert so. Gut, jetzt wollen wir gdx.gl.clear setzen. Hallo? Ah, glclear meine ich natürlich. Das, was wir im Prinzip, glaube ich, sogar schon mal gemacht haben. Haben wir? Ich schaue mal kurz nach, ob wir es schon mal gemacht haben. In der Render-Methode. Ja, haben wir.
Hier, GDX Clear, also genau im Prinzip dasselbe. Im Prinzip könnten wir sogar dieselbe Hintergrundfarbe benutzen, das wäre auch in Ordnung. Kopieren wir einfach das hier, das war ja schon was, was davor schon da war im Prinzip. Und jetzt sagen wir, if GDX. Ich mache das jetzt mal so, weil wir es eigentlich nicht so kompliziert hier drin brauchen. Das ist das Einzige, was wir hier noch machen werden, ist Button pressed. Hier könnt ihr, wenn ihr über Android irgendwas machen wollt, könnt ihr gerne hier ist Touch benutzen. Ansonsten ist Key pressed ist für die Tastatur, ist Button pressed ist für die Maus. Kennt ihr aber alles. Ist Button pressed. So, und jetzt wollen wir hier den Button haben. Da einfach Button, Buttons. So, was nehmen wir denn jetzt? Linke Maustaste. Okay. Ich frage mich, warum es mir immer wieder den Fokus hier nimmt. Naja, gut. Wenn der Button gepresst wird, dann wollen wir Game, also unser Game, was wir hier in Abstract Screen definiert haben, wollen wir sagen Game.setScreen. Und dann sagen wir, es gibt jetzt einen neuen GameScreen. Und diesen GameScreen müssen wir uns auch noch erstmal erstellen. Also das ist quasi dann unser Spiel. Wir wollen auf Knopfdruck sozusagen das Spiel starten. So, und dem wird natürlich das Game auch wieder übergeben, sonst haben wir ein Problem. Okay, GameScreen logischerweise existiert noch nicht, müssen wir jetzt also erstmal erstellen. Und das ist eine neue Klasse, die erbt übrigens auch von Abstract Screen. Abstract Screen, ich hätte das Ding anders nennen sollen. Create Class GameScreen. So, ja, mach mal. Nein, nicht von Screen, sondern von Abstract Screen. Und logischerweise brauchen wir hier einen Extens dafür. Gut, jetzt haben wir hier immer noch den Konstruktor, den wir aufrufen müssen. Das mit dem To-Do können wir rauslöschen. Gut, und jetzt können wir hier unser Game sozusagen implementieren. Also sozusagen das Zeug aus Relicts wieder reinkopieren. Nehmen wir erstmal das hier. Das ist jetzt, Vorsicht, das ist nur die Render-Methoden jeweils. Die Create-Methode, die kommt aus dem Application-Adapter. Also das ist kein Screen in dem Sinne. Deswegen müssen wir das nachher noch ein bisschen anders machen hier. Also schwuppdiwupps, hier überall Static davor. Ich glaube, ich pausiere euch einfach währenddessen und zeige euch dann das Ergebnis. Das ist, glaube ich, nicht ganz so spannend, was ich jetzt hier mache. So, da sind wir wieder. Ich habe euch einiges an Zeit erspart, glaube ich. Und ja, was ich gemacht habe, ist folgendes. Hier ist die MyGDX-Game-Klasse wieder mal. Die implementiert jetzt den Input-Prozessor, also so wie wir es am Anfang auch hatten. Und ich habe hier die ganzen Variablen auf Static gemacht. Achtung, beachtet bitte, dass das ein YouTube-Tutorial ist und ich deswegen solchen schlechten Stil wie Static hier überall vorne dran zu schreiben tolerieren kann. Theoretisch sollten die alle private sein, sie sollten nicht Static sein, ihr solltet eine util-Klasse haben, ihr solltet das alles viel mehr objektorientiert machen. Aber es tut seinen Zweck und ich möchte euch möglichst schnell die einzelnen Sachen zeigen. Objektorientierung könnt ihr dann selbst noch einbauen. Und ich möchte einfach nur, dass das Ganze funktioniert und ich euch die einzelnen Komponenten möglichst leicht beibringen kann. Okay, so, dann hier unsere Create-Methode. Das ist genau dasselbe, was wir bislang hatten. Das hier unten auch. Der einzige Unterschied ist hier in dieser Zeile und das ist der SetScreen. SetScreen geht jetzt, weil wir hier Extends Game gemacht haben und nicht mehr Application, was es auch davor war, sondern wir haben jetzt hier ein Game draus gemacht. Das ist der große Unterschied hier. Und deswegen können wir hier auch damit vernünftig umgehen. Hier sagen wir SetScreen, also wir setzen den Screen erstmal auf ein Menü. Ja, und im Menü passiert dann das, was hier im Menüscreen eben steht. Das werden wir dann sehen. Das ist quasi das, dass es dann angezeigt wird. Okay, so Boolean, Keydown und so weiter und so fort. Also die ganzen Input-Dinger, da habe ich nichts dran gedreht, alles genau gleich geblieben. Und wir haben hier immer noch den Implements Input Processor, deswegen ist das alles genau gleich. So, wenn wir dann also hier diesen Menüscreen laden in der Create-Methode von unserem Spiel, dann landen wir hier. Und hier passiert im Prinzip nichts weiter als dass das Menü geladen wird und wir das Game setzen. Also Game, wir haben einen Verweis hierauf auf MyGDX-Game. Das heißt, ich hätte das alles nicht mal static machen müssen, sondern ich hätte einfach Game.Dings machen können. Könnte ich eigentlich mal noch machen. Egal. Was wir hier jetzt gemacht haben, ist folgendes. Wir haben hier diese Render-Methode ein bisschen ergänzt. Das hier stand ja schon von Anfang an drin im Prinzip. Hier habe ich mal eine Font reingetan, damit wir auch was sehen. Sonst ist der Bildschirm einfach nur weiß und das wäre ein bisschen langweilig. Also eine Font reingemacht und diese Font
gibt uns jetzt einfach Press to Start aus. Wie man Fonts benutzt, habe ich euch auch schon gezeigt. Das heißt, das ist auch nichts Neues mehr für euch. Hier passiert auch nichts Besonderes. Das hatte ich euch ja schon vorhin erklärt. Außer, dass eben, wenn die linke Maustaste gedrückt wird, dass wir dann den New Game Screen aufrufen. Das heißt, wir kreieren uns einen neuen Game Screen. So, und im Game Screen passiert dann auch Folgendes. Ist auch wieder ein Abstract Screen. Passiert auch nichts Besonderes. Hier setzen wir wieder unser Game. Und in der Render-Methode machen wir einfach genau das hier. MyGDXGame.Sprite. Also hier überall muss ich MyGDXGame vorne dran schreiben, weil es ja eine andere Klasse ist, logischerweise. Wir haben hier die Sprites und die setzen wir. Und ja, im Prinzip wie in unserem Game davor. Es hat sich sonst eigentlich nichts geändert, außer dass hier vorne dran MyGDXGame steht. Hier unten ist auch alles leer. So. Und jetzt haben wir sozusagen die Möglichkeit, zwischen den Screens hin und her zu wechseln. Wenn ihr jetzt diesen Game-Screen hier habt, dann könnt ihr ganz easy sagen, sobald jemand irgendwas drückt, dann rufe ich wieder meinen Menü-Screen auf. Und sobald jemand stirbt, rufe ich wieder meinen Menü-Screen auf. Und sobald jemand, keine Ahnung, Escape drückt, rufe ich wieder meinen Menü-Screen auf. Alles kein Problem mehr. Ihr macht dann einfach hier, wie hier, Game.setScreen, New Menü-Screen. Hier drüben in Game-Screen natürlich. Und wenn ihr wieder starten wollt, dann macht ihr hier New Game Screen. Oder ihr ruft euren Game Screen wieder auf und übergibt Verweise und so weiter und so fort, aber das bleibt euch überlassen. Wenn ich das jetzt starte, dann haben wir im Prinzip genau unser Game von vorher, nur dass wir am Anfang einen Press to Start hier unten stehen haben, das ihr wahrscheinlich nicht mal mehr sehen könnt, das tut mir leid. Das war Fullscreen, das wollte ich sowieso nicht. So, jetzt benutzen wir mal die Resize-Methode hier. Okay, hier steht Press to Start und wenn ich jetzt drücke, dann landen wir hier, logischerweise alles verzerrt, weil ich gerade alles kleiner skaliert habe. Und ja, wir können wieder attackieren, wir können wieder hin und her laufen, wobei wir natürlich immer noch unsere orthografische Kamera haben und deswegen sehen wir nicht, wie sich der Hintergrund, der weiß ist, bewegt, weil einfach alles gleichmäßig weiß ist. Okay, das ist es im Prinzip, das ist der Trick, wie ihr mehrere Screens handeln könnt und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!